Ulrike Tarsic beauftragt den Detektiv, den BMW-Fahrer aufzusuchen, um das Nummernschild des Rollerfahrers zu ermitteln. Während die Juristin und der Detektiv weiter recherchieren, empfängt Nadine tags darauf Juanas Eltern. Als die beiden von Juanas Verhaftung gehört haben, sind sie sofort nach Berlin geflogen. Hallo Frau Santos, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, ich bin Nadine, ja, die Gastmama, es ist meine Tochter Kathi. Sehr erfreut. Wo ist denn Juana? Ja, wann kann ich sie denn sehen? Hola, hola. Juana. Also, wir haben wirklich eine Top-Anwältin eingeschaltet. Die ist sehr, sehr gut. Die kümmert sich um alles. Wir brauchen circa noch eine Stunde und dann können wir zu ihr fahren. Aber sie ist natürlich gerade in der U-Haft, ne? Qué dice? No, es ist posible, Luna. Sarah ist vor 20 Jahren zu Miguel nach Argentinien ausgewandert. Sie hat Juana guten Gewissens zu Nadine reisen lassen. Doch nun wird sie fast verrückt vor Sorge um ihr Kind. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Polizei die Juana festhält. Konnte denn der Anwalt sie dort nicht rausbekommen? Ja, das ist nicht so einfach. Unsere Anwältin ist wirklich sehr gut und die probiert natürlich alles. Aber momentan ist es so, dass Juana einfach als Hauptverdächtige dasteht. Und deswegen dürfen sie auch da behalten. Das ist ja das Problem. Ich kann gar nicht verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum hat sie überhaupt in dieser Wohnung geschlafen? Ja, ich habe ihr das erlaubt. Sie hat mich gefragt und ich habe gedacht, gut, wenn sie da feiert und sie meinte, die Wohnung ihres Freundes ist direkt neben diesem Club, dann muss sie nachts nicht mehr durch die Gegend fahren und konnte keine Ahnung, dass sowas passiert. Unsere Tochter ist so nicht erzogen und ich habe das überhaupt nicht mit ihnen so abgesprochen. Ja, ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich meine, das ist mittlerweile wie meine eigene Tochter. Ich mache mir auch Sorgen. Auf der anderen Seite ist sie 18 Jahre alt. Sie ist volljährig. Was hätte ich denn machen sollen? Nein, du darfst nicht. Meine Mama hat wirklich immer total gut auf Juana aufgepasst. Ich war ja dabei. Aber ich würde sagen, das war halt einfach ein blöder Zufall. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber da kann doch meine Mutter nichts dafür. Da können Sie jetzt echt keine Vorwürfe machen. No entiendo. ¿Qué dice? Ja, aber Sie müssen auch verstehen, mein Mann und ich, wir machen uns große Sorgen um unsere Tochter. Und nachher muss sie noch für viele Jahre im Gefängnis hier in Deutschland bleiben. Estoy preocupado. ¿Qué tiempo va a estar aquí? Ja. Natürlich können wir das verstehen. Wir machen ja auch kein Auge zu seitdem. Aber wirklich, versichere Ihnen, dass die Anwältin alles dran setzt. Und vielleicht machen wir es jetzt einfach erstmal so. Ich mache Ihnen vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Sie machen sich ein bisschen frisch. Wir müssen jetzt ja zusammenhalten. Alles andere bringt ja nichts. Und dann fahren wir zusammen halt in die U-Haft zu Ihrer Tochter. Ja? Tranquilo, es está todo bien. Mann, wirklich. Ich wünschte, ich hätte die Eltern von Juana unter einer anderen Situation kennengelernt. Ich mache mir so eine Vorwürfe. Ich kann total verstehen, dass die mich hassen. Ich würde ja auch nicht anders reagieren. Nur was soll ich denn jetzt machen? Die ganze Nacht rumgelegen und überlegt, hätte das alles meine Schuld? Wenn das Mädel jetzt im Gefängnis bleiben muss, ich will gar nicht dran denken. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Sarah und Miguel wollen ihre Tochter in dieser schweren Zeit unterstützen. Ulrike Tarsic begleitet Juanas Gastfamilie und ihre Eltern in die U-Haft. Die Juristin möchte ihre Mandantin zu ihrer angeblichen Eifersucht auf Maike ansprechen. Die Schlinge zieht sich immer fester um Juanas Hals. Drei Monate haben Sarah und Miguel Santos ihre Tochter nicht gesehen. Juana hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen und ist froh, dass sie gekommen sind. Schrecklich hier. Ich habe nicht geschlafen. Ich will nach Hause. Du wirst sehen, wir schaffen das alles. Dein Freund, der Frederik, der hat gesagt, dass Maike krass und du ihr einen Streit hattet. Ist da was dran? Nein, ich streit nicht, aber sie wollte immer so viel Aufmerksamkeit von Frederik und das hat mich gestört. Aber wir haben Tacheles geredet und dann war auch okay. Wo ist er denn? Warum ist er nicht mitgekommen? Er geht irgendwie davon aus, dass du damit drin hängst. Das ist einfach so feig von ihm, es tut mir leid. Wie kann er das nur von mir denken? Ja. Frau Tarsic, ein Herr Dombrowski hat für Sie angerufen. Sie sollen ihn dringend zurückrufen. Okay. Ich gehe mal gerade raus, um was zu besprechen jetzt hier. Das war der Privatdetektiv, den ich eingeschaltet habe. Der hat tatsächlich das Kennzeichen des Rollerfahrers rausgefunden. Ich werde mich jetzt gleich mit ihm bei der Polizei treffen, denn die muss ja diesem Hinweis auf jeden Fall nachgehen. Dieser Rollerfahrer, der war zur Tatzeit am Tatort und der hat es ja nun wirklich verdammt eilig, da wegzukommen. Ich meine, vielleicht sind wir ja dem Täter dichter auf den Fersen, als wir uns vorstellen können.
Die Austauschschülerin Joana Santos wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Doch ihre Anwältin Ulrike Tasic hat mit Hilfe des Privatdetektivs Marek Dombrowski Indizien gefunden, die gegen Joana als Täterin sprechen. Sie hofft, dass die ermittelnden Kommissare ihren Hinweisen nachgehen. Denn ihrer Mandantin droht eine lebenslange Haft. Was ist mit dem Gutachten jetzt, mit dem Ergebnis? Naja, wir haben erwartungsgemäß DNA-Spuren von dem Mitbewohner, von dem Frederik Kurz in dem Zimmer gefunden. Aber nicht oder kaum auf der Kleidung, die das Opfer zur Tatzeit trug. Da haben wir wiederum DNA-Spuren gefunden von einer Person, die wir noch nicht zuordnen können. Ja gut, das spricht aber dann ganz klar für eine noch nicht identifizierte Person. Naja, nicht so schnell. Wir haben ja auch die Tatwaffe untersucht auf DNA-Spuren. Und auf der Tatwaffe sind DNA-Spuren ihrer Mandantin. Und zwar nur von ihrer Mandantin. Auch nicht die erwähnte Fremd-DNA. Gut, aber gucken Sie mal, das ist doch, darf ich mal gerade hier, das ist doch eine Bastelschere. Ich bitte Sie, also ich meine, die Frau Santos, die war ja nun einige Zeit und öfter mal in der Wohnung ihres Freundes Frederik Kurz. Und da kann sich doch gut ihre DNA drauf übertragen haben. Die war ja nun auch schon längere Zeit, da vielleicht sind noch Reste dann von ihr da drauf. Also diesen Beweis, den rupfe ich Ihnen auseinander im Prozess, meine Herren. Das mag ja sein, Frau Anwältin. Aber bislang hat nur Ihre Frau Santos ein Motiv für die Tat. Und zwar, wie so oft, Eifersucht. Wenn Sie sich natürlich nur auf Frau Santos eingeschossen haben hier als Täterin, dann ist klar, dass kein anderer Mensch der Welt als Täter in Frage kommt. Weil jeder hat natürlich kein Motiv. Also geht's natürlich auch nicht. Marek, sei so lieb, gib den beiden Herren doch mal hier das Nummernschild. Wir haben recherchiert, dass ein Rollerfahrer ziemlich genau zu der Tat zeigt, völlig übereilt die Wohnungseinfahrt des Opfers verlassen hat. Er war so in Hektik, dass er sogar ein anderes Fahrzeug anfuhr und Fahrerflucht begann. Als Zeuge können Sie einen Herr Willi Arnold befragen. Gut. Also wir ermitteln natürlich in alle Richtungen, auch die entlastenden Indizien. Ne? Wir werden schon herausfinden, wer in dieser Nacht mit dem Roller unterwegs war. Als Verteidigerin von Frau Santos ist es wichtig, dass ich darauf achte, dass die Polizei nicht nur die belastenden, sondern auch die entlastenden Momente ermittelt. Und es sprechen natürlich im Moment schon einige Indizien gegen meine Mandantin, aber das sind für mich bislang alles keine stichhaltigen Beweise. Ich baue im Moment meine Argumentation voll auf diese Fremd-DNA auf. Und solange die dazugehörige Person nicht gefunden worden ist, ist für mich die Täterfrage völlig offen. Über die Kfz-Zulassungsstelle haben die Kommissare den Rollerfahrer identifiziert, der zum Tatzeitpunkt an der Wohnung der getöteten Maike Grass gesehen worden ist. Ulrike Tasic und die Beamten suchen den 22-Jährigen auf. Schließlich könnte Ron Franke ein wichtiger Zeuge sein oder sogar der Täter. Schönen guten Tag. Guten Tag. Harry Tillmanns, Kriminalpolizei. Sind Sie Ron Franke? Ron Franke? Ja. Nee, der ist irgendwie. Na, sag mal. Bleiben Sie stehen! Hör auf jetzt! Kein weiterer Widerstand! Sonst machen wir von der Schusswaffe Gebrauch. Ganz ruhig! Hey, hey. Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße, was ist los? Ich hab nichts gemacht, Mann. Dafür haben sie aber ganz schön Fersengeld gegeben, mein lieber Mann. Ja. Ich hab ihn. Hast du ihn? Gut. Ja, komm, und ab. Nur kurze Zeit später wird Ron Franke von den Kommissaren Uwe Kowalke und Harry Tillmanns vernommen. Für Ulrike Tasic macht ihn seine Flucht sehr verdächtig. Und der 22-Jährige gibt sogar zu, das Opfer Maike Grass gekannt zu haben. Aber mit dem Mord will er nichts zu tun haben. Ich hab's nicht umgebracht. Sie war schon tot. Naja, das erzählen sie uns alle. Wir sprechen noch ein bisschen hier mit dem jungen Mann. Ich glaube, Ihnen scheint der Ernst der Lage nicht bewusst zu sein. Und, ist er der Mörder? Tja, also erste Untersuchungen haben Übereinstimmungen mit den Fingerabdrücken am Tatort ergeben. Und die Fremd-DNA am Tatort wird wahrscheinlich auch von ihm stammen. Aber er bestreitet ja auch gar nicht, am Tatort gewesen zu sein. Aber dann ist doch eigentlich alles klar. Ist doch wunderbar. So leicht ist es leider nicht. Er sagt, dass er kurz vor der Tat am Tatort war. Er hat Maike Grass besucht. Die beiden hatten seit circa 2 Wochen ein Verhältnis. Er hat kurz das Haus verlassen, um neue Zigaretten zu holen. Und als er zurückkam, da lag Frau Grass schon in einer Blutlache. Also ich meine, da ist doch ein bisschen zu viel Zufall. Naja, wir werden die Aussagen natürlich überprüfen.
Und wir werden Herrn Franke ganz sicher in U-Haft nehmen. Ja, aber dann können Sie doch Joanna aus der U-Haft entlassen. Ich meine, das ist doch ganz klar, er ist der Täter. Das ist doch viel wahrscheinlicher. Unser Rechtssystem läuft nicht nach Wahrscheinlichkeiten, Frau Santos. Ihre Tochter ist weiterhin dringend tatverdächtig. Zumal das rechtsmedizinische Gutachten, was wir vor wenigen Minuten bekommen haben, davon ausgeht, dass es zwei Täter waren. Und jetzt machen Sie willkürlich Joanna Santos und den Ron Franke zu Komplizen? Oder kennen die sich denn überhaupt? Herr Franke sagt, dass er weder Frau Santos noch Frederik Kurz, den Mitbewohner des Opfers, kennt. So, wir werden diese Aussagen jetzt überprüfen und wir werden auch das Umfeld von Ron Franke überprüfen und sehen, ob diese Leute in irgendeiner Verbindung zum Opfer stehen. Prima. Harry, kommst du mal hier bitte? Ja, okay. Okay, ja, bis morgen dann. Ja. Vielen Dank, Herr. Ich brauche jetzt noch mal die Hilfe von meinem Privatdetektiv. Denn Ron Franke behauptet ja weder die Joanna noch den Frederik zu kennen. Gut, Joanna kann ich gleich sprechen und Sie fragen, ob Sie den Ron Franke kennt. Der Herr Dombrowski wird sich dann zeitgleich um den Frederik mal kümmern und wird herausfinden, ob es eine Verbindung zwischen ihm und dem Ron Franke tatsächlich gibt. Denn ehrlich gesagt, dieses Alibi, was er hat, da können die Kumpels für ihn auch gelogen haben. Frederiks plötzliches Desinteresse an Joanna und sein zurückgezogenes Alibi machen die Anwältin skeptisch. Sie vermutet, dass der 20-Jährige etwas verheimlicht. Gleich am nächsten Morgen beauftragt sie deshalb den Detektiv. Er soll Frederik zu Ron Franke befragen. Der Azubi dürfte heute wieder in die Tatortwohnung. Hallo, Herr Kurz. Hallo. Mein Name ist Marek Dombrowski. Ich arbeite für Rechtsanwältin Ulrike Tasich, die ihre Freundin Joanna Santos vertritt. Darf ich kurz reinkommen? Ja, klar, kommen Sie rein. Aber eigentlich weiß ich auch gar nicht, was Sie jetzt hier wollen, weil ich habe Ihrer Kollegin eigentlich schon alles gesagt, was ich weiß. Ja, davon bin ich mir auch überzeugt. Aber es gibt Neuigkeiten, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Die Polizei hat einen jungen Mann ausfindig gemacht, der kurz vor der Tat bei Maike Gras war. Er heißt Ron Franke. Kennen Sie ihn vielleicht? Nee, den habe ich nie gesehen. Warum? Wir wollen noch herausfinden, woher Maike diesen jungen Mann kannte. Er und Frau Gras hätten offenbar vor kurzem eine Affäre. Danach mussten Sie ihn schon mal vorher hier in der Wohnung gesehen haben. Ja, tut mir leid, habe ich aber nicht. Kann ich nicht sagen, ich habe den Typ noch nie gesehen. Dankeschön. Bitte schön. Okay, danke für Ihre Hilfe. Ja, kein Problem. Finden Sie den Weg alleine? Oh ja. Okay. Herr Kurz. Ja? Soll ich noch vielleicht Frau Santos von Ihnen grüßen? Wie meinen Sie das jetzt? Nun, Sie haben Ihre Freundin noch nicht einmal besucht, seit sie festgenommen wurde. Und offenbar, da Sie gar nicht interessiert sind, wie es ihr geht, dachte ich, wollten Sie uns vielleicht ein paar Grüße ausrichten. Aber wenn sie Ihnen egal ist, ist auch gut. Ja, also ich muss mir echt nicht geben lassen. Ich habe es Ihrer Kollegin schon gesagt, warum es so ist. Solange ich nicht weiß, ob Joanna was mit dem Tod von Maike zu tun hat, kann ich ihr einfach nicht vertrauen. Und ich denke einfach, dass es besser ist, wenn wir keinen Kontakt haben. Moment, ganz kurz. Ja, kein Problem. Ja, hallo? Ah, okay. Ganz kurz, ich verstehe dich. Kein Problem. Ja, klar, wegen der Wohnung. Ulrike Tasic hat Marek Dombrowski lediglich darum gebeten, mit Frederik zu sprechen. Doch der Detektiv traut dem 20-Jährigen genauso wenig wie die Anwältin und entscheidet sich kurzerhand, ein paar Beweismittel auszuborgen. Vielen Dank für den Rückruf, dass es so schnell war. Dann werden wir uns nochmal bei Ihnen melden. Dankeschön. Ja, Entschuldigung, war der Vermieter. Wir müssen ja irgendwie jetzt weitermachen ohne Maike. Aber wir waren ja sowieso fertig gewesen, oder? Waren wir, Herr Kurz. Okay, Herr Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Kein Problem. Und wie gesagt, mit Joanna, es tut mir wirklich leid, aber ich denke einfach mal, dass es besser ist, wenn wir erstmal keinen Kontakt haben, weil ich kann Ihnen so nicht vertrauen. Ihre Entscheidung, Herr Kurz. Okay. Also. Einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Während der Detektiv Frederiks Notizbuch und die USB-Sticks nach Hinweisen auf eine Verbindung zu Ron Franke untersucht, will sich Ulrike Tasic den Obduktionsbericht von Maike Gras ansehen. Sie hofft, dass die Spuren an der Leiche des jungen Mädchens Joanna als Täterin ausschließen. Ich habe hier den Obduktionsbericht im Fall Maike Gras. Na dann. Und zwar habe ich da Interessantes herausgefunden. Ich habe Hämatome entdeckt, die dafür sprechen, dass Frau Gras von zwei Tätern angegriffen wurde. Mhm. Und zwar wurde sie einmal am Handgelenk festgehalten und ich habe auch Würgemale am Hals gefunden. Die Position, in der die Leiche aufgefunden wurde, deutet darauf hin,
dass der eine Täter sie von hinten festgehalten hat und der andere Täter sie dann von vorne auf Körperhöhe erstochen hat. Wir haben in Ihrem Gutachten festgehalten, dass das Opfer einen der Täter verletzt haben könnte. Ja, und zwar habe ich in der Handinnenfläche von Frau Gras eine winzig kleine Schnittwunde gefunden. Ich gehe davon aus, dass sie sich mit irgendeinem Gegenstand gewehrt hat und mit diesem Gegenstand auf die Täter eingeschlagen hat. Von der Form der Schnittwunde her würde ich sagen, war es ein spitzer Gegenstand aus Plastik. Aber wenn Maike Gras den Täter verletzt hat, müsste man dann die Verletzungen äußerlich sehen? Möglicherweise ja. Aber das wäre doch schon mal wieder ein Hinweis. Ich meine Mandantin würde sich sicherlich freiwillig ärztlich untersuchen lassen, denn sie weist keine Verletzung auf. Das wird sie sicherlich entlasten. Ja, darauf werden wir gerne zurückkommen. Und wir werden auch Herrn Frederik Kurz noch mal ins Präsidium laden. Aber das Fehlen dieser Verletzung bedeutet ja nicht, dass Ihre Mandantin nicht die Täterin ist. Wie wir ja jetzt wissen, gab es zwei Angreifer. Ja gut, das ist natürlich richtig. Aber noch mal eins, Herr Dr. Spielhoff, können Sie irgendwas dazu sagen, wenn es dann Verletzungen gibt, wo die dann sein müssten? Also ich gehe davon aus, dass Frau Gras von oben nach unten zugeschlagen hat, sodass die Verletzungen beim Täter dann im Kopf- oder Schulterbereich liegen würden. Aber das ist wirklich erstmal eine reine Vermutung. Herr Dr. Spiegelhoff, Sie haben uns sehr geholfen. Ich danke Ihnen. Wir werden jetzt alle Hauptverdächtigen zu einer körperlichen Untersuchung dann laden. Ich werde jetzt über die neuen Erkenntnisse erstmal Joannas Eltern informieren und ich muss natürlich auch nochmal den Herrn Dombrowski kontaktieren, ob der irgendwas Neues herausgefunden hat. Vielleicht kann der Ron Franke ja aufgrund seiner Verletzung sicher als Täter entlarvt werden. Dann brauchen wir im Grunde nur noch den Komplizen. Und das ist sicherlich nicht meine Mandantin. Ulrike Tarsic fährt sofort zu Joannas Gastfamilie und hat auch den Privatdetektiv zu ihnen bestellt. Nadine hat Joannas Eltern bei sich zu Hause aufgenommen. Alle haben große Angst, dass die 18-Jährige im Gefängnis bleiben muss. Doch Ulrike Tarsic ist dem Täter auf der Spur. Der Anwältin entgeht nichts. Ich habe mir auch von Ihnen ein paar Dinge, sagen wir mal, ausgeliehen und überprüft. Aber auch auf dem USB-Stick gibt es keine verräterischen Fotos, die uns weiterhelfen würden. Ich habe noch ein Notizbuch mitgehen lassen. Oh, komm, gib's her. Ich habe gehofft, dass wir da irgendwo auf den Namen Ron stoßen. Mhm. Aber leider auch bis hier Fehlanzeige. Das ist aber eine komische Sache. Guck mal, hast du das hier gesehen? Das ist doch hier irgendwie so übermalt und durchgedrückt. Haben Sie vielleicht mal einen Bleistift für mich? Ja, der müsste ich ins Haus gehen. Nein, da habe ich einen. Achso, gib mir den noch mal bitte. Weil, ach, hier, bitte. Das ist schwer zu erkennen, aber ich versuche das mal einfach. Das ist eine Telefonnummer. Ich glaub's nicht. Bingo. Ron. Marie, tu mir bitte einen Gefallen. Ja. Überprüfe sämtliche Überwachungskameras ganz genau zwischen der Disco und dem Tatort. Ja. Jeder kleine Kiosk, ist ganz egal. Ich muss wissen, ob du darauf was findest. Es wird sofort. Ich werde noch mal die Polizei anrufen, denn ich meine, die müssen doch jetzt noch mal den Frederik Kurz vernehmen. Das sind doch komplett neue Erkenntnisse. Okay. Natürlich bedeutet das noch lange keinen Freispruch für meine Mandantin, nur weil sich Ron Franke und Frederik Kurz kennen. Die Frage bleibt aber, warum wollten die beiden ihre Bekanntschaft vertuschen? Ich denke, wir sind ganz, ganz nah dran. Uns fehlen bloß noch die stichhaltigen Beweise, aber die werde ich auch noch finden. Die argentinische Austauschschülerin Joana Santos wird des Mordes verdächtigt und sitzt seit 5 Tagen in Untersuchungshaft. Ihre Anwältin Ulrike Tarsic hat herausgefunden, dass ihr Freund Frederik bei seiner ersten Aussage gelogen hat. Sie konnte die ermittelnden Kommissare davon überzeugen, ihn erneut zu vernehmen. Denn für die Juristin sind er und sein Kumpel Ron Franke die Hauptverdächtigen. Nehmen Sie Platz. Ich möchte Ihnen ein kurzes Video zeigen, wenn Sie erlauben. Was soll ich jetzt da sehen? Ja, das ist die Überwachungskamera von der Tankstelle an der Kleiststraße. Die kennen Sie doch. Da waren Sie doch noch vor ein paar Tagen. Ein Bier gekauft, zusammen mit Ihrem Kumpel, dem Ron Franke. Ja, ist es jetzt verboten? Ja, Kurz, es geht schon mal damit los, dass Sie uns belogen haben. Na? Sie kennen Herrn Ron Franke und haben das geleugnet. Außerdem ist dieses Band um 3 Uhr in der Tatnacht aufgezeichnet worden.
kurz vor dem Tod von Michael Grass. Und Sie waren mit dem Ron Franke, den Sie ja nicht kennen, in der Nacht unterwegs und nicht die ganze Nacht in der Diskothek, so wie behauptet. Ja, und dann sah es in dem Video so aus, als wollten Sie beide gerade zu Ihnen in die Wohnung gehen. Wir sind ins Eck gegangen, das ist eine Kneipe bei mir um die Ecke. Ach so, so ja. Haben Sie den Tatabend aber bei der Erstbefragung nicht geschildert. Eben. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum alles entscheidenden Beweis. Die Rechtsmedizin mutmaßt nämlich, dass der Täter eine kleine Verletzung im Kopf- oder Schulterbereich hat. Wie sieht's denn aus bei Ihnen? Ja. Zeigen Sie sich mal. Nein, warum sollte ich das tun? Weil wir das gerne möchten. Na gut. Wir können Sie auch zwingen. Ach, und das soll noch ein Zufall sein? Damit haben wir den wahren Täter. Herr Kurz, ich frage Sie jetzt zum letzten Mal. Haben Sie etwas mit dem Tod von Michael Grass zu tun? Ich sage Ihnen, es kann sich strafmildernd auswirken, wenn Sie jetzt hier freiwillig die Tat gestehen. Hören Sie. Das ist alles extradiert. Wir wollten Michael nicht wehtun. Wie wir? Was heißt das? Sie und Ihr Kumpel, der Ron Franke? Ja, wir sind keine Freunde. Er besorgt mir ab und zu ein bisschen Stoff fürs Feiern gehen. So wie auch diesen Abend. Und danach sind wir halt in die Wohnung gegangen und Maike war halt auch da. Und sie hat mich angeflirtet, wie sie es in der letzten Zeit halt auch getan hat. Und ich denke, sie konnte es nicht sehen, dass ich mit Joanna zusammen war. Und was ist dann passiert? Wir haben so viel Alkohol getrunken und mit den anderen Drogen, denn wir dachten, dass sie es voll drauf anlegt und dann sind wir darauf eingegangen und wollten mit ihr schlafen und dann, wir hielten es am Anfang noch für ein Spiel, aber dann fing sie an, sich wirklich zu wehren und zu schreien und ja, er hat sie dann festgehalten und dann habe ich die Schere genommen und dann zugestochen. Schiss vor dem Knast und ich habe noch mein ganzes Leben noch vor mir. Das hatte Michael Grass auch. Herr Kurz, Sie sind hiermit festgenommen. Kommen Sie mit. Wir haben es tatsächlich jetzt geschafft. Frederik Kurz hat die Tat gestanden und die Polizei wird in Kürze Ron Franke festnehmen. Damit sind die beiden Mörder von Michael Grass endgültig überführt. Die Joanna wird jetzt umgehend aus der Haft entlassen und ihre Unschuld ist jetzt auch bewiesen und ich freue mich vor allen Dingen sehr, sehr für die Familie. Joanna ist Ulrike Tarsic unendlich dankbar und froh, wieder mit ihren Eltern nach Argentinien zurückkehren zu können. Zu Nadine und Kati will sie weiterhin Kontakt behalten. Auch Ron hat gestanden und wurde wegen Totschlags durch Unterlassung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Frederik muss wegen des Mordes eine lebenslange Haftstrafe absitzen.